Morgen zusammen. Wir haben jetzt gerade gefrühstückt und starten jetzt in den Tag. Also starten in den Tag ist gut. Wir haben es jetzt schon fast 10. Ja. Und ich wollte euch aber, bevor jetzt Christian gleich wieder zum Unterrichten geht und ich mit der Kleinen spazieren gehe, so ein bisschen was über meine Schwangerschaft erzählen. Also, Christian und ich, wir kennen uns ja noch nicht so lange, beziehungsweise wir kennen uns lange, aber wir sind noch nicht so lange zusammen. Wir kennen uns 10 Jahre etwa und sind seit 3 Jahren zusammen. Dass ich gerne Familie möchte, das war mir schon sehr, sehr früh klar. Also eigentlich seit ich denken kann. Aber mir hat halt einfach immer noch so der richtige Mann gefehlt. Als ich dann mit Christian zusammenkam, da war mir allerdings wahnsinnig schnell klar, dass ich mit ihm gerne Kinder haben möchte. Und man wartet dann natürlich noch so ein bisschen, muss ja erstmal gucken, dass die Beziehung funktioniert und dass man zusammen klarkommt und wie das überhaupt alles so läuft. Außerdem hatten wir zu Anfang eine Fernbeziehung, also ich habe noch in München gewohnt und er eben in Mainz. Und ich bin dann nach Mainz gezogen, da waren wir auch erst ein halbes Jahr zusammen. Also das ging wirklich ziemlich schnell bei uns. Ja, ich habe mich dann hier erstmal eingelebt. Es war ihm auch ganz wichtig, dass ich eben nicht hierher komme und dann gleich schwanger werde. Aber wir haben über das Thema natürlich immer wieder gesprochen. Nach einem Jahr hatte ich mich dann hier eigentlich ganz gut eingelebt. Also ich hatte dann hier beruflich wieder Fuß gefasst, mir einen Schülerstamm aufgebaut. Natürlich waren wir immer noch viel unterwegs. Das ist das Schöne an unserem Beruf, dass wir viel gemeinsam unterwegs waren, tatsächlich auch, weil wir eben in diesen Ensembles beide waren. Ja, und ich habe mich heimisch hier gefühlt. Das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man aus Bayern kommt, sich woanders einzugewöhnen. Aber doch mittlerweile fühle ich mich echt total wohl hier. Und dann, ja, ging es eigentlich schon Richtung Familienplanung. Wir haben dann gesagt, wir versuchen es jetzt einfach mal und schauen mal, wann es klappt. Wir hatten das ganz, ganz große Glück, dass es tatsächlich sofort geklappt hat. Also wir waren quasi noch gar nicht richtig dabei, es zu versuchen. Da war ich schon schwanger. Als ich die Vermutung hatte, dass ich schwanger bin, habe ich mir einen Schwangerschaftstest gekauft und bin ins Bad gegangen. Das weiß ich noch ganz genau. Und dann habe ich diesen Test gemacht und er war positiv. Und er war sowas von positiv. Also nicht einfach nur so eine schwache Linie, sondern es war wirklich, wirklich eine sehr, sehr starke Linie. Trotzdem, wenn man das erste Mal schwanger ist, man glaubt es einfach nicht. Also man sieht da, dieser Test ist positiv, aber das kommt überhaupt nicht bei einem an. Christian saß im Wohnzimmer und hat gerade was gelesen. Und bevor ich zu ihm gegangen bin, habe ich meiner besten Freundin geschrieben. Ich habe geschrieben, Marie, ich glaube, ich bin schwanger und habe ihr ein Bild von dem Schwangerschaftstest geschickt. Und sie hat mir auch gleich geantwortet und hat gesagt, wow, voll cool. Also sie wusste auch, dass ich schwanger werden möchte und hat sich mega gefreut. Und dann bin ich eben zum Christian rausgegangen und habe gesagt, Schatz, ich glaube, ich bin schwanger. Und ja, er hat eigentlich so reagiert wie ich. Also er konnte es gar nicht so wirklich aufnehmen und gar nicht so richtig fassen in dem Moment. Und wir haben dann gesagt, okay, klar, es ist ein Schwangerschaftstest irgendwie vom DM. Wir warten jetzt mal ab, gucken mal, was der Arzt sagt. Ich habe dann natürlich einen Arzttermin ausgemacht, beziehungsweise konnte ich an dem Tag nicht, weil es war Samstag. Und habe dann gesagt, ich rufe am Montag gleich beim Arzt an. Ja, mich hat das Thema natürlich überhaupt nicht losgelassen. Und dann sind wir am Sonntag zum Bahnhof gefahren und haben dort beim Rossmann nochmal einen Test gekauft. Da waren, glaube ich, sogar 3 Tests drin in dieser Verpackung. Und dann habe ich die zu Hause gemacht. Also ich glaube einen, nicht alle 3. So paranoid war ich dann doch nicht. Und der war aber auch wieder total positiv. Ja, also wie gesagt, habe ich dann am Montag beim Arzt angerufen, habe auch gleich einen Termin für Dienstag bekommen und bin dann dahin. Ja, und war dann tatsächlich so. Also der Arzt hat dann gesagt, herzlichen Glückwunsch, Sie sind schwanger und ja. Jetzt ist es ja so, dass man eigentlich das nicht sofort jedem erzählen soll. Wir konnten das aber auch gar nicht so wirklich für uns behalten. Also wir haben, glaube ich, eine Woche lang nichts erzählt, aber dann haben wir es meiner Mama und seinen Eltern am gleichen Tag erzählt. Das war mir sehr wichtig. Meine Mama, die wohnt nicht in Mainz, sondern die ist aus der Oberpfalz, also ein ganzes Stück weit weg. Und ich habe dann zuerst mit ihr telefoniert und habe es ihr gesagt. Und wir waren abends bei Christians Eltern zum Essen. Und da haben wir es ihnen dann gesagt. Und die haben sich natürlich alle mega gefreut. Also die waren total aus dem Häuschen. Und ja, meine Mama hat sich, glaube ich, das schon lange gewünscht. Und Christians Eltern sowieso. Ja, also waren alle total begeistert und haben sich wirklich für uns aus vollstem Herzen mitgefreut.
Am Anfang meiner Schwangerschaft war es dann so, dass mir wirklich super viel schlecht war. Also ich konnte fast nichts essen, ich konnte nichts bei mir behalten, ich konnte nichts riechen. Ich weiß noch, unsere Nachbarn, die haben immer sehr viel mit Zwiebeln gekocht. Und ich glaube, die machen das auch immer noch. Aber mir ist es in dieser Zeit so aufgefallen, weil jedes Mal, wenn ich durch den Hausflur gegangen bin, mir wurde es so schlecht. Ich konnte das einfach nicht riechen. Ansonsten ging es mir eigentlich körperlich ganz gut, wie gesagt, bis auf diese Übelkeit. Und wir sind dann über Silvester sind wir an die Nordsee zum Urlaub machen gefahren. Und wir wussten zwar, dass wir heiraten wollen irgendwann, aber bis zu diesem Zeitpunkt waren wir ja weder verlobt noch verheiratet. Insofern war ich mir ziemlich sicher, dass der Christian den Heiratsantrag im Urlaub machen wird. Und habe da wirklich drauf hingefiebert und mich schon total gefreut. Und dann war Silvester und wir haben leckeres Raclette gemacht in unserer Ferienwohnung. Ja, haben mit der Mamba gespielt, haben Musik gehört, haben Dinner for One geguckt, so wie sich das eben an Silvester gehört. Und hatten einen ganz, ganz gemütlichen Abend. Aber es kam kein Antrag. Da habe ich mir gedacht, hä? Also, wir wussten ja wirklich, dass wir heiraten wollen. Dachte, es gibt doch eigentlich keinen idealeren Zeitpunkt. Naja, gut. Silvester ist verstrichen, dann war Neujahr. Wir sind abends essen gegangen, sind nach Hause gekommen. Ich war ziemlich fertig, ziemlich müde und habe zum Christian gesagt: Du, ich ziehe mir mal irgendwie oben was Bequemes an. Bin dann hochgegangen ins Schlafzimmer und habe meinen Schlafanzug schon mal angezogen, bin dann wieder runtergekommen, wollte noch so ein bisschen Fernsehen gucken. Und dann lege ich mich auf die Couch und sage: Wow, das ist schon toll, wenn man so bequeme Sachen anhat und ja, endlich mal so ausspannen kann hier im Urlaub und so weiter. Und dann schaut er mich an und sagt: Also eigentlich, wo habe ich mir jetzt extra meine schönen Sachen angezogen, weil ich wollte dich oder ich möchte dich fragen und dann kam eben der Antrag. So, ich habe natürlich sofort ja gesagt und mich total gefreut, weil ja, das gehört für mich einfach irgendwie dazu, wenn man ein Kind bekommt, dass man auch verheiratet ist, also nicht wegen des Kindes heiratet, aber ich denke, wenn man sich entscheidet, eine Familie zu gründen, dann ist man sich ja sicher, dass man zusammenbleiben möchte. Zumindest sollte man sich sicher sein. Insofern habe ich mich so gefreut und ja. Und je schwangerer ich dann wurde, desto besser ging es mir tatsächlich. Also meine Übelkeit hat dann nachgelassen und dann ging es so in Richtung Hochzeit. Mein bester Freund kam, der auch mein Trauzeuge eben ist und wir haben nach einem Kleid geguckt. Das war tatsächlich gar nicht so einfach, ein schönes Hochzeitskleid fürs Standesamt zu bekommen, wenn man schwanger ist. Aber wir haben dann eins gefunden, das mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Und ich habe die Hochzeit vorbereitet, also es war wirklich einfach, ja, die perfekten Monate. So, man hat das Baby im Bauch, man freut sich total, dass man jetzt bald eine Familie ist, man plant die Hochzeit, man plant auch schon fürs nächste Jahr die kirchliche Hochzeit, die ja jetzt nochmal verschoben ist aufgrund der Corona-Krise, aber das werden wir auch noch überstehen. Ja, es war wirklich einfach wunderschön, diese Zeit. Wir haben dann noch versucht, ganz viel zu machen. Also wir sind viel rausgegangen, wir sind ins Theater, wir sind in die Oper gegangen, wir sind ja schwimmen gegangen, alles viel essen gegangen. Einfach das, was man so als Paar noch zusammen erleben möchte, bevor man zu dritt ist. Weil es ändert sich ja doch alles und das war uns schon klar. Und wir wollten diese Zeit einfach noch intensiv nutzen. Wir waren dann auch 3 Wochen vor meinem Entbindungstermin, waren wir noch mal in Straßburg. Und haben da so ein paar Tage Urlaub gemacht. Das war auch richtig schön. Also wir waren dann in so einem kleinen Wellnesshotel, wo ich auch nochmal wirklich meine Seele baumeln lassen konnte, wo wir leckeres Essen hatten, wo wir in den Pool konnten, in die Sauna konnten. Also da war ich natürlich jetzt nicht mehr so drin, aber es gab auch eine Infrarotkabine. Also es war wirklich ganz, ganz toll und wunderschönes Wetter. Es war dieser ganz heiße Sommer, teilweise zu heiß, aber. Ja, wir haben es wirklich einfach nochmal so für uns genossen, diese Zeit. Und dann kam der Entbindungstermin immer näher und Luisa sollte ja eigentlich am 3. August kommen. Also hat meine Mama gesagt, du, dann komme ich das Wochenende drauf. Da wird sie ja wahrscheinlich schon da sein. Ich glaube, das war eine Woche dazwischen und ja, wollte mich da besuchen und natürlich ihr Enkelkind sehen. Die Woche drauf war ich immer noch schwanger. Meine Mama war da und wir hatten ein ganz entspanntes Wochenende. Wir sind auch da nochmal viel spazieren gegangen mit meinen Schwiegereltern, mit meiner Mama und ihrem Lebenspartner. Es war sehr warm, aber ich konnte mich echt super bewegen und alles gut.
Man ist ja da immer alle 2 Tage zur Kontrolle bei der Hebamme, wenn man übertragen hat. Und die hatte auch gleich am Entbindungstermin gesagt, du, ich glaube, das ist noch nicht so schnell, dass du Luisa bekommen wirst, weil es deutet überhaupt nichts darauf hin, dass es jetzt Richtung Geburt geht. Also Luisa saß ziemlich weit oben noch. Ja, der Muttermund war zu. Einfach, es hat nichts darauf hingedeutet, dass diese Geburt jetzt vor der Tür steht. Ich war bei der ganzen Sache eigentlich ziemlich entspannt. Nur das Umfeld macht einen dann so ein bisschen nervös. Also, wenn dann Freunde und Familie ständig fragen, und, jeden Tag, ist es jetzt schon soweit? Ist die Kleine schon da? Ja, das ist natürlich so ein Faktor, der einen auch selber dann so ein bisschen nervös werden lässt. Aber ich war mir eigentlich sicher, dass es ohne Einleitung klappen wird. Ich hatte dann auch das Glück, dass meine Hebamme nicht von der Sorte war, die dann gesagt hat, boah, du musst unbedingt ins Krankenhaus gehen und du musst jetzt einleiten lassen, sondern sie hat gesagt, du bist okay, das Kind ist okay. Sie hat das ja immer wieder überprüft, jeden Tag, 1 bis 2 Mal. Und insofern hat einfach nichts dafür gesprochen, dass ich jetzt total panisch ins Krankenhaus gehen muss und da jetzt die Geburt eingeleitet werden muss. Am 10. Tag hat sie dann allerdings schon gesagt, also rechtlich ist es halt so, ich muss dich jetzt ins Krankenhaus schicken, wenn nichts passiert heute, weil ja, sie muss einfach auch abgesichert sein. Sie hat mir dann einen Wehencocktail gegeben, aber einen natürlichen mit Rizinusöl. Den habe ich dann getrunken, schluckweise über mehrere Stunden. Und das war tatsächlich auch der Tag, wo dann die Wehen angefangen haben. Aber da mache ich euch nochmal ein extra Video dazu, weil ja, die Geburt hat einfach auch sehr lange gedauert. Und das würde jetzt den Rahmen ein bisschen sprengen. Ich komme gerade vom Einkaufen zurück und bei der Gelegenheit ist mir aufgefallen, dass ich euch ja noch sagen wollte, wie das Essen gestern geschmeckt hat. Also, ich fand die Soße sehr lecker. Es ist eher so ein Pesto. Also, es kommt jetzt nicht allzu viel Masse dabei raus. Ich habe es, als ich es gemacht habe, dachte ich mir, und das soll für 2 Leute reichen. Aber wie gesagt, das ist eher so eine Pesto-Konsistenz. Insofern, ja, war das von der Menge her super. Und jetzt habe ich eingekauft für die nächsten 3 Tage. Ich zeige es euch einmal kurz. Heute gibt es Pizza mit einer Pilz-Pesto-Füllung. Ich habe hier einmal normale Champignons und einmal Kräuterseitlinge mitgenommen. Dann habe ich 2 Tomaten, einmal Spundekäs. Das ist hier so eine regionale Sache. Also ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist typisch mainzerisch. Und das mag Christian immer ganz gern. Das isst man mit Salzbrezelchen. Genau, also dippt man so ein. Dann haben wir einmal für das Curry morgen Ramasala und Korianderpaste. Moment. Genau, Korianderpaste. Blumenkohl. Da kommen noch Erbsen rein, die haben wir aber zu Hause. Dann Salat für heute. Und am Donnerstag gibt es noch eine Karotten-Selleriesuppe. Ja, und hier haben wir noch 3-mal Käse. Einmal für die Luisa und 3-mal für uns. Wie gesagt, ganz vegan bin ich noch nicht wieder. Ich sage übrigens immer, ich bin vegan oder ich bin vegetarisch, weil Christian isst ganz normal Fleisch. Allerdings muss man dazu sagen, relativ wenig, weil ich einfach koche und bei mir gibt es kein Fleisch und ja, er isst Wurst, aber ansonsten, ja, bei seinen Eltern mal, wenn es was gibt. Aber wie gesagt, sehr, sehr wenig Fleisch.